Herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Asterix and Friends, ihr Lieben da draußen, dem Info-Stream, will ich mal sagen, dem Info-Video, alles rund um die Game World-Kanäle. So, wir starten rein und zwar haben wir ein paar Produktionen das letzte Mal gestartet und haben jetzt schon auch gleich was festgelegt. Oder was gemacht hier, beziehungsweise was schon was ausgerichtet, sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir hier mal rein, ob wir schon ein bisschen was, nee, können wir nicht, das ist natürlich schade. Dann müssen wir noch ein paar Steinblöcke herstellen. Ihr Lieben, das Multiplayer-Projekt steht kurz bevor. Wir haben die Testphase abgeschlossen. Die LS19-Mods funktionieren, wer sich damit ein bisschen auskennt. Wir haben eine Karte gefunden, die eigentlich sehr, sehr toll ist, muss ich sagen. Mit wahnsinnig viel Produktionen. Und ja, es geht bald an den Start. Man glaubt es kaum, aber ich bin schon aufgeregt. Bin extrem aufgeregt, wenn ich ehrlich bin, denn das wird das erste Mal sein, dass ich richtiges, volles RP mache. Wenn da draußen jemand noch ist, der sich dafür interessiert, der kann natürlich sehr gerne dazustoßen und auch wahnsinnig gerne mitmachen bei uns. Bewerbung über alle Social Media Kanäle, die ihr unten in der Videobeschreibung finden könnt. So, wir gucken schnell noch die Schatzkiste an. Ich will es mittlerweile bei Asterix und Obelix nicht mehr so extrem lange halten. Deine Tasche ist voll, keine Sorge, du kannst deinen Schatz in deinem Posteingang abholen. Okay, alles klar. Da gucken wir mal, was wir vielleicht, wie viel wir überhaupt, 40, ach komm, wisst ihr was, wir knallen das einfach mal hier rein, holen das in dem Posteingang ab. Auch hier holen wir ab. So, okay. So, gut. Was 132? Ist klar. Das ist ja absolute Sahne. Okay. 132. Naja, gut. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Frag mich manchmal, wie das so alles gut funktioniert. Aber okay. Steinblock ist fertig. Wir verhauen dann einfach mal ein paar Römer hier. Weil wir haben ja jetzt 132 Essen frei. So, okay. Und weiter geht's schon. Wir müssen natürlich noch ein paar andere Römer verhauen. Einfach aufgrund dessen, weil wir die neue Stufe haben wollen. Und die kriegen wir jetzt. Ja, ihr Lieben. RP Multiplayer-Projekt im LS19. Wie sieht's aus? Wird, denke ich, ziemlich interessant. Vor allem wird es interessant, weil wir ja eine ganz eigene Story rundherum gebaut haben. Und euch damit einfach ein bisschen überraschen wollen. Und da seid mal gespannt, was da so abgeht. Gut. Wir haben natürlich jetzt eine neue Stufe erreicht. Das ist sehr, sehr toll. Das will ich ablehnen, will jetzt nichts kaufen. Ja. Das haben wir auch fertig. Guckt mal, heute hagelt's hier aber richtig rein. Und Obelix ist kampfbereit. So, okay. Mit Obelix können wir natürlich auch hier rüber. Machen wir jetzt nicht. Machen wir dann bei der nächsten Session, würde ich sagen. Wir sind sowieso schon wieder fast am Ende. Ich will es ja mittlerweile ein bisschen kurz halten. Denn über das Multiplayer-Projekt ist alles gesagt. Das Einzige, was ich noch anbringen muss. Hof-Generation, ihr Lieben. Seid gespannt, was da passiert. Denn Erik ist ja am letzten Dienstag leider... jetzt komme ich nicht drauf, am letzten Dienstag leider entführt worden und wurde ja nach Felsbrunnen geschleppt.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es dort eigentlich weiter? Was macht er jetzt? Wie geht's Erik? Was kann er jetzt tun? Er will die Polizei nämlich eigentlich nicht unbedingt einschalten. Das wird natürlich alles ein bisschen heikel jetzt langsam, weil er auch nicht weiß, mit wem er sich eigentlich gerade anlegt. Ne? Das ist halt so ein bisschen schwierig. So, ihr Lieben, aber ich würde sagen, wir haben heute viel gemacht, wir haben heute viel hier auch geschafft. Ja, das Dorf baut sich so langsam auf und ich verabschiede mich. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben, und tschüssi.